In Aventasien herrschte Krieg. Die Allianz der Menschen, Elfen und Zwerge kämpfte gegen die finstere Armee der Schatten. Jahre des Krieges verheerten das Land, und dennoch, niemand konnte einen Vorteil erlangen. Es war zu dieser Zeit tiefster Verzweiflung, als ein alter Archäologe den Aufbewahrungsort des Artefakts des Schicksals entdeckte. Das Artefakt, das jeden Wunsch erfüllen und damit auch den Krieg entscheiden konnte, für die eine oder die andere Seite. Die Schatten, angeführt vom Hexenmeister Munkus, Sohn der Erzhexe Mortroga, machten Jagd auf das Artefakt. Und sie hätten es als Erste erreicht, wäre da nicht eine Gruppe Helden gewesen, die sich ihnen entgegenstellte. Wilbur, der junge Gnom, der als Erster seiner Sippe zum Magier wurde. Ivo, die mutige Elfenprinzessin aus dem Waldlandreich. Und das Vieh, ein haariges Wesen aus den Nordlanden, Begleiter des strahlendsten der Helden. Er, Nate Bonnet, der eigentlich den Rest seines Lebens an der Seite der Elfenprinzessin hätte verbringen sollen. Er, der alle Schätze der Welt und sein eigenes Königreich verdient hätte. Er, der aufhören sollte, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen und Zeit zu verschwenden. Gut, ach gut, das ist gut. Allerdings kommt der Boden immer noch näher. Ein Teil des Stegs. Er hat die Explosion halbwegs überstanden. Wenn ich Glück habe, reicht es bis hinauf zur Insel. Was ich allerdings bezweifle. Wie geht's? Noch geht's. Kann es sein, dass dein Zauber nicht ganz so funktioniert hat wie geplant? Ich habe dir gesagt, dass es da gewisse Risiken gibt. Hey, ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen, Benny. Naja, du siehst ja, was letztes Mal passiert ist, als ich gezaubert habe. Zeit, es wieder gut zu machen. Na los! Ach, ich weiß nicht. Am Ende mache ich alles nur noch schlimmer. Nichts für ungut. Entschuldige die Störung. Ich komme allein zurecht. Ja? Nein, Benny, komme ich nicht. Ganz und gar nicht. Ah, ein Scherzen. Lustig. Kannst du nicht die Zeit anhalten? Oder Flügel? Verpass mir Flügel! Wie wär's damit? Das ist alles fürchterlich kompliziert. Ich fühle mich heute wirklich nicht danach, Nate. Benny? Vielleicht morgen? Ich muss den heutigen Tag erstmal verarbeiten. Du holst mich auf der Stelle aus dem Schlamassel, in den du uns gebracht hast, oder... Du sollst nicht mit mir schimpfen! Ich hab's dir gesagt! Benny! Ja. In seinem aktuellen Zustand wird er tatsächlich keine Wunder vollbringen können. Ich muss irgendwas Leichtes finden, das sogar er sich zutraut.
Fliegender Teppich! Ist das zu viel verlangt? Ich rede nicht mit dir! Du! Es tut mir leid, dass ich deine Arbeit kritisiert habe, Benny. Und? Und, dass ich deine Lampe geschüttelt habe und alles. Du hast es nur gut gemeint. Also schön, wie kann ich dir helfen? Teppich! Ein fliegender Teppich! Das ist in der Tat recht einfach, aber ich weiß nicht, soll ich es tatsächlich wagen? Ja! Was zum... Was ist hier passiert?